Hi, hallo und willkommen zum nächsten Mount Guide Update Video. Heute updaten wir das Video der Pferdemounts, welches ich zuletzt in Patch 10.0.7 geupdatet habe. Seitdem ist ein neues Mount hinzugekommen. Wie immer zeige ich euch, wo es dieses zu finden gibt. Und zwar handelt es sich bei diesem einen Mount tatsächlich mal wieder um einen Raid Mount, hatten wir schon lange nicht mehr. Und zwar um Tapferkeit. Um Tapferkeit zu erhalten, ist allerdings einiges an Vorarbeit nötig, denn ihr müsst zunächst den Erfolg Schütze der Zitadelle des Schreckens abschließen, welche die uralten Geheimnisse in Naxxramas aufdeckt. Was an sich schon echt ein Akt ist, das kann ich gleich mal genauso sagen, denn ich habe mich da echt durchgequält, muss ich sagen, ich fand's furchtbar. Aber ich bin froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Ich werde euch einmal einen Link in die Beschreibung setzen, die euch zeigt, wie man das am besten freischaltet. Das würde nämlich jetzt einfach viel zu lange dauern für dieses Video. So, kommen wir mal zu dem Punkt, wenn ihr das alles schon erledigt habt. Da habt ihr entweder die Möglichkeit hier in den östlichen Questländern in meiner Position oder ganz normal über die Drachenöde Naxxramas zu betreten. Und um das mal zu bekommen, müsst ihr im 10-Spieler-Modus sein, ganz wichtig. Im 25er funktioniert es nicht. So, zunächst müsst ihr dann Geiselsteine sammeln. Diese könnt ihr sowohl in Cholomans als auch in Stratholm sowie natürlich jetzt auch hier in Naxxramas sammeln. Diese tauscht ihr dann bei Zakhels Schädelschmetterer ein für zu diesen Druckmitteln des Todes. Und mit diesen könnt ihr dann verschiedene Dinge kaufen, wie zum Beispiel ein Spielzeug, die Basisteile oder die Teile, die Basisteile für die T3-Sets enthalten können, sowie das eine Item, welches wir fürs Mount brauchen, was auf meiner Bank liegt. Und da haben wir auch das Item schon jetzt nicht mehr auf meiner Bank, und zwar nennt sich dieses Verfault köstlich, das kostet 30 Druckmittel des Todes, also quasi zwei Runs im Naxxramas rum. Das Schöne ist, die ganzen Teile, also sowohl die Geiselsteine als auch die Druckmittel selbst, sind accountgebunden. Heißt, ihr könnt das einfach auch mit einem Twink machen, einmal hier durchrennen, so rüberschicken und das Ganze mit noch einem zweiten, dann könnt ihr das innerhalb von einer statt in zwei Wochen machen. So, dann geht es in das Militärviertel hier unten links. Ich wollte das hier einmal zeigen, hier unten links der Eingang. Und zwar müssen wir da runter zum ersten Boss dieses Viertels, Instrukteur Rasuvius. Was ein furchtbarer Name ist, wie ich finde, aber gut. Und zwar hat es auch was mit Rasuvius zu tun, heißt, ihr könnt das Mod nur bekommen, wenn dieser noch am Leben ist. Alle anderen Bosse sind quasi irrelevant, die könntet ihr schon, falls ihr noch mehr Geiselsteine braucht, schon einmal abfarmen. So, nun würde ich empfehlen, einmal hier den Raum ein bisschen zu clearen. Das macht es gleich ein bisschen einfacher, denn ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht, wie der Mob, den wir gleich Gedanken kontrollieren werden, auf die Trash-Gegner hier reagiert. Und bevor da irgendwas schief geht, machen wir das nämlich einmal so. Denn, um ehrlich zu sein, werde ich mir das Maul jetzt selbst erst besorgen, da ich es selbst, wie ihr gerade gesehen habt, auch noch nicht habe. Ich habe extra für das Video darauf gewartet. So, da hinten steht schon Tapferkeit. So. Und nun heißt es, vorsichtig nähern und das Leckerli anbieten. Ich weiß nicht, ob man das mit Slowwalk machen muss oder ob man sonst einfach weggedreht wird. Ah, okay, reicht so. Ja. Es hat zwar das Leckerli, aber es erkennt uns leider immer noch nicht als seinen Reiter an. Das heißt, wir gehen jetzt einmal zu Rasuvius und nehmen einen von diesen Gedanken Kontrollier, Kristallen, wie auch immer man das nennen möchte. So. Und schnappt sich den Kollegen hier. Läuft damit einmal rüber zur Tapferkeit. Naja, und die sind feindlich, also es war eine gute Entscheidung, die umzuhauen einmal. So, dieser hüpft jetzt einmal auf das Pferdchen auf. Nun heißt es einmal komplett zurück zum Boss. Erstaunlich langsam dafür, dass das ein Mount ist.
Also der läuft ja echt nicht schneller als vorher. Nun gut. Und dann sind wir auch schon wieder beim Boss. Ah, okay. Nun einmal das Ganze freigeben. Und nun können wir den Boss töten. Und da ist Tapferkeit halt. Das war's auch schon. Ziemlich simpel. Halt, wie gesagt, ein bisschen aufwendig, daher, dass man erst die ganzen Geheimnisse freischalten muss. Aber an sich kein großes Hexenwerk. Begutachten wir das einmal. Sehr schön. Also es ist für mich kein schönes Mount. Das wird nicht auf meiner Favoritenliste landen. Aber gut. Ein neues Mount ist ein neues Mount. Ja. Und damit sind wir dann auch schon am Ende dieses Guides angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like und ein Abo für mich da. Und dann hören und sehen wir uns im nächsten Update. Bis dann. Bye, bye.